Stadträten und Nachrücken von Stadträten. Wir haben im letzten Jahr einen Beschluss gefasst für eine städtische Gesellschaft, eine Aufgabenerweiterung vorzunehmen und dort einen ambulanten Pflegedienst aufzukaufen. Und verbunden damit war auch, dass die Frau Eva Dürr die Geschäftsführertätigkeit übernehmen wird und damit kann sie keine Stadträtin mehr sein. Sie hat das auch ihrer Fraktionsvorsitzenden mitgeteilt und wir haben also dann heute auf der Tagesordnung den Hinderungsgrund von Frau Eva Dürr gemäß § 32 Absatz 1 Sächsische Gemeindeordnung so festzustellen. Frau Dürr war lange Zeit im Stadtrat, hat vor allen Dingen auch in Ausschüssen sehr aktiv und fachkompetent mitgewirkt. Frau Dürr, dafür recht herzlichen Dank. Die Verbindung zur Stadt Zwickau und zur Stadtverwaltung wird ja nicht nur, dass Sie hier wohnen sein, sondern Sie werden ja auch maßgeblich in Ihrer beruflichen Tätigkeit mit uns verbunden sein. So, ich stelle jetzt zur Abstimmung, dass bei Frau Dürr ein Hintergrundgrund vorliegt, da sie Geschäftsführer einer städtischen Gesellschaft ist, dass sie keine Stadträtin sein darf. Wer das so sieht, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltungen? Ich denke, einige Enthaltungen. Alle dafür. Es hebt sich kein Widerspruch, dass es einstimmig beschlossen wurde. Frau Dürr, vielen Dank. Als Nachrücker, Frau Dürr, danke. Als Nachrücker wurde Herr Thomas Kutzki nach Prüfung der Wahlergebnisse festgestellt. Herr Kutzki hat auch sich bereit erklärt, das Stadtratsmandat anzunehmen. Herr Kutzki, ich bitte Sie nach vorn. Sehr geehrter Herr Thomas Kutzki, entsprechend § 35 Absatz 1 Satz 2 Sächsische Gemeindeordnung verpflichte ich Sie, dass Sie Ihre Aufgaben nach bestem Wissen und Können uneigennützig und verantwortungsbewusst wahrnehmen, Verfassung und Recht achten und verteidigen, Gerechtigkeit gegenüber allen üben und Ihre Pflichten zum Wohle der Stadt Zwickau erfüllen werden. Bitte nehmen Sie Platz bei der Fraktion Die Linke. Tagesordnungspunkt 5.1, Festlegung des Wahltages für die Oberbürgermeisterwahl und Besetzung des Gemeindewahlausschusses. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe am 20. Januar dem Ältestenrat bekannt gegeben und danach auch der Öffentlichkeit, dass ich zum 31. Juli mein Amt als Oberbürgermeisterin aufgeben möchte. Ich habe mit Schreiben vom selben Tag dem Landrat darüber informiert und er hat diesen Termin auch bereits bestätigt. In Abhängigkeit von meinem Ausscheiden schlage ich Ihnen also die Wahltermine vor 7. Juni und 28. Juni, 28. Juni vorsorglich, falls ein zweiter Wahltermin notwendig ist. Die Gründe meinerseits sind, dass ich natürlich möchte, dass der Übergang von meinem Amt als Oberbürgermeisterin zu meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin ohne
Lücke erfolgt, sondern dass das zeitlich so ist, dass ich am 31. Juli ausscheide und am 1. August der gewählte Nachfolger oder die gewählte Nachfolgerin ins Amt eingeführt werden können. Er soll dann auch die Möglichkeit haben, in Entscheidungen schon mit Einfluss zu nehmen in Vorbereitung dieser Entscheidungen, die mittelfristig für die Stadt wichtig sind, und das ist der Doppelhaushalt 21-22. Die Arbeiten am Doppelhaushalt verwaltungsintern, die laufen natürlich bereits schon, und die Einbindung des Stadtrates erfolgt ungefähr in dieser Zeit, und dass dort dann der neu gewählte Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin dann schon maßgeblich dort die Diskussionen mitführen kann und seine eigene Vorstellung dort auch mit unterbreiten kann. Dann war noch zu berücksichtigen, dass wir ja Sommerferien haben. Die Schulferien sind dies Jahr im Sachsen relativ spät. Wir könnten theoretisch das Ganze auch noch eine Woche später machen, aber hier habe ich berücksichtigt, dass wir den internationalen Robert-Schumann-Wettbewerb in diesem Jahr haben, und am 14. Juni ist also der Abschlusstag, und es sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung dort organisatorisch mit eingebunden. Und für die Besetzung der Wahlvorstände brauchen wir ca. 550 bis 600 Personen, und die kommen überwiegend auch aus der städtischen Verwaltung, und damit auch der Vorschlag, das lieber eine Woche früher zu machen, weil am 14. viele dann schon eingebunden sind beim Schumann-Wettbewerb. Ihnen liegt vor eine Austauschvorlage, die jetzt so aussieht, dass die Beisitzer und Stellvertreter der Beisitzer für den Gemeindewahlausschuss jetzt namentlich feststehen und heute schon mit abgestimmt werden können. Für den Gemeindewahlausschuss, also Anzahl der Beisitzer, haben wir Ihnen 5 vorgeschlagen, und als Leitung und Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses die Amtsleiterin Frau Heike König, die hier mit am Protokoll sitzt, und ihre Stellvertreterin im Amt und auch im Gemeindewahlausschuss Frau Sabine Naumann. Gibt es Wortmeldungen dazu? Das sehe ich nicht. Dann stelle ich die Vorlage insgesamt zur Abstimmung. Muss sie noch mal verlesen werden? Vielleicht für die Öffentlichkeit: die Beisitzer unter Punkt 4. Beisitzer Kai Leonhardt, Stellvertreter Dr. Martin Böttger. Beisitzer Johann Pürgel, Stellvertreter Sebastian Brückner. Beisitzer Thomas Kutzki, Stellvertreterin Irina Teichert. Beisitzer Danny Schäfer, Stellvertreter Mario Seifert. Beisitzer Johanna Kölling, Stellvertreter Melanie Brendel. So, das sind also die 4 Beschlusspunkte. Wahltermine: 7. Juni, eventuell 2. Wahlgang 28. Juni, Anzahl der Beisitzer 5, Vorsitzende Wahlausschuss Frau König, Stellvertreter Frau Naumann, und die Beisitzer, so wie ich es jetzt einschließlich der Stellvertreter verlesen habe. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Danke, ich stelle Einstimmigkeit fest. Tagesordnungspunkt 5.2, Beschluss über den geänderten Entwurf und die zweite Auslegung des Bebauungsplanes Nummer 113 Zwickau-Marienthal. Frau Bürgermeisterin Köhler, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Stadträte, in der Sache ist Ihnen dieses Baugebiet nicht neu. Sie hatten uns schon grünes Licht gegeben, das Verfahren auf Hochtouren zu betreiben. In Gänze sollen dann, wenn das Plangebiet geschlossen ist, ca. 45 Eigenheime entstehen. Wenn im Planverfahren jedoch Gesichtspunkte auftreten, die nicht einfach so ab- oder weggewogen werden können, ist nur bezogen auf diese Punkte eine zweite Auslegung erforderlich. Dies ist hier der Fall. Wir haben diese Punkte in Ihrer Vorlage aufgelistet. Als Beispiel möchte ich die Entwässerungskonzeption nennen oder auch Änderungen in den 3 Mischgebietsflächen,
die das Plangebiet enthält. Sie können das schön in der Anlage zu Ihrer Vorlage sehen, also die orangefarbenen Mischgebietsflächen in Richtung Kaufland hin. Dort gab es noch Änderungen, was in den jeweiligen Flächen zulässig ist. Und deshalb wollen wir und müssen Ende Februar nochmal eine Auslegung bezogen auf einzelne Punkte starten. Es ist unser Ziel, circa im Oktober das Verfahren dann rechtskräftig abzuschließen. Ich bitte um Ihre Zustimmung. Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin Köhler. Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine Wortmeldung. Die Frage ist, das Verlesen des Beschlusstextes erforderlich? Nein, dann kommen wir zur Abstimmung. Beschluss über den geänderten Entwurf und die zweite Auslegung des Bebauungsplanes Nummer 113, Zwickau Mariental, südlich Hoferstraße, Wohn- und Mischgebiet. Wer dem zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Eine. Enthaltung? Keine. Bei 46 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme ist das so angenommen. Tagesordnungspunkt 5.3, Vorhabensbeschluss zur Teilnahme der Stadt Zwickau an der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs e.V. RadSN. Frau Bürgermeisterin Köhler, bitte. Ja, sehr geehrte Stadträte, ich möchte zuerst für die neuen Stadträte formal sagen, das ist ja nur ein Jahresbeitrag von 2.500 Euro, der anfällt, immer wenn sich eine Kommune fortlaufend in solchen freiwilligen Arbeitsgruppen und Vereinen beteiligen will, brauchen wir den Stadtratsbeschluss. In der Sache ist das Thema bei uns mehr als klar. Die Stadt Zwickau will und muss ihren Rückstand beim Radverkehr aufholen. Und wir sehen eine Chance in der Vernetzung sachsenweit. Themen, die in dieser Arbeitsgemeinschaft aufs Tableau gehoben werden, sind auch solche, die bei uns ganz aktuell sind. Planung und Bau von Radwegen, Förderung von Fahrradstationen, Vernetzung, das, was künftig Ziel sein sollen, wenn Staatsstraßen neu und ausgebaut werden sollen, soll es ein Selbstlauf werden, das künftig einen Radweg begleitet. Bessere Vernetzung, und das ist sehr wichtig, im Bauausschuss haben wir das oft gesehen, bessere Vernetzung zum Landesamt für Straßenbau und Verkehr und zu den Genehmigungsbehörden. Bessere Vernetzung, wenn es um aktuelle Fördermöglichkeiten geht. Seit einigen Jahren haben wir ja hier die Förderquote von 90% für den Radwegebau. Also gemeinsam mit anderen, das sehen wir als einen Faktor, um unseren Rückstand beim Radverkehr aufzuholen. Bei einigen Enthaltungen wurde im Bau- und Verkehrsausschuss eine positive Beschlussempfehlung abgegeben und ich bitte Sie heute um Ihre Zustimmung. Danke, Frau Bürgermeisterin Köhler. Dazu Herr Otto, bitte. Ja, also ich finde es klasse, dass wir uns durchgerungen haben, trotz anfänglichem Zögern hier daran teilzunehmen, also jetzt dort die Chance zu ergreifen, da auch mitzugestalten in dieser Arbeitsgruppe. Das Ganze ist ja im März letzten Jahres ins Leben gerufen worden. Wir waren da auch anfänglich bei den Beratungen dabei, aber haben, sagen wir mal, den überregionalen Vorteil für uns noch nicht so richtig erkennen können. Das ist aber jetzt, sagen wir mal, in der laufenden Entwicklung dann deutlich geworden, dass es also schon also zielführend ist und auch sinnvoll ist, da mit dabei zu sein. Und ich hatte auch da letzten Sommer auch schon mal eine Anfrage dazu gestellt, wo man das dann schon in Aussicht gestellt hatte, dann, sagen wir mal, diese Synergien also auch für Zwickau mit zu erschließen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt hier dran teilnehmen. Weitere Wortmeldung? Sehe ich nicht, dann stelle ich das zur Abstimmung. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die Stadt Zwickau als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs e.V. zu vertreten und für die nötigen Beitrittsvoraussetzungen zu sorgen. Zweitens, der Jahresbeitrag für die Teilnahme beläuft sich auf 2.500 Euro und ist im städtischen Haushalt ab 2021 zu berücksichtigen. Wer dem zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen?
Danke, Enthaltung. Bei 11 Gegenstimmen ist das beschlossen. Ja, Itzig. Ich wollte ganz kurz zum Abstimmungsverhalten der Fraktion. Die sprachläufige Geschichte ist eigentlich immer ganz einfach. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe einen Arbeitskreis. Es ist zwar so leicht gesagt, dass 2.500 Euro nicht viel Geld eines städtischen Haushalts sein, aber wir der Meinung sind, dass die Fachkompetenz auch für den Radwegebau und deren Vernetzung in den vorhandenen Verwaltungsstrukturen vorhanden ist, aber anscheinend nur zu spärlich oder nicht richtig genutzt wird. Tagesordnungspunkt 5.4, Vergabe von Bauleistungen, Ersatzneubau, Sprachhochschule Anne Frank, Frau Bürgermeisterin Köhler. Hier noch der Hinweis, dass es an alle Stadträte ein blaues Heftmappe gibt, wo die Angebote enthalten sind, die wir nicht öffentlich behandeln müssen. Frau Köhler, bitte. Ja, sehr geehrte Stadträte, kurz drei Sätze zur Vorgeschichte. Sie wissen, dass das große Bauvorhaben der Sprachhochschule Anne Frank Ersatzneubau eine lange Vorgeschichte hat, die das Bauprojekt aber bis jetzt begleiten. Wir waren 2015/16 das erste Mal im Stadtrat und haben den Vorhabensbeschluss gefasst. Die Fördermittel kamen im Jahr 2017 mit circa 2 Jahren Verzug. Und wir waren dann aufgrund verschiedener Gründe gehalten, den Vorhabensbeschluss nochmal anzupassen. Und wir arbeiten gegenwärtig auf einer Grundlage des Vorhabensbeschlusses von 6,9 Millionen. Das Bauprojekt läuft im Moment. Trinkwasserleitungen sind umverlegt, Baugrube ausgehoben, Unterbau eingebracht, Bohrfallgründung fertiggestellt. Und jetzt soll es, und deswegen mein Antritt heute hier, weitergehen mit den Rohbauarbeiten. Wir wollen im Mitte März, am 14. März, für dieses Los den Baubeginn erreichen. Der Höhe nach sind wir heute mit 1,6 Millionen Bruttosumme im Stadtrat. Zurückliegend musste dieses Los aufgehoben werden, da die Ausschreibung kein für die Vergabestelle annehmbares Ergebnis brachte. Die Firma Baumann Bauunternehmen GmbH ist der Stadt Zwickau als zuverlässig, auch in aktueller Zeit bekannt. Die Firma hat für uns umgesetzt, dass ihre Leistungen an dem Neubau der Sporthalle Clara Wieck, und sie sind gegenwärtig tätig am Ärztehaus am Neumarkt. Der Leiter des Hochbau- und Liegenschaftsamtes hat am Montag im Bauausschuss bei den beiden Vergaben zu diesem Vorhaben im öffentlichen Teil bereits gesagt, dass wir Mehrkosten prognostizieren. Wir gehen für das Gesamtvorhaben, wir gehen derzeit von ca. 300.000 bis 500.000 Euro aus, die sich vor allen Dingen aus ausschreibungsbedingten Mehrkosten ergeben, das heißt der Situation auf dem Baumarkt. Dies möchte ich aber nicht so einfach so hier reinrufen, sondern wie auch im Bauausschuss zugesagt, wird es dann hier, wenn alles konkret feststeht, eine geänderte Vorlage geben mit einer ebensolchen Begründung. Diese Mehrkosten können aus gegenwärtiger Sicht gedeckt werden über bereits bewilligte Fördermittel beim Schulhausneubau. Dass wir mit dem Vorhaben vorankommen, bitte ich Sie, heute die Zustimmung zu erteilen für das Rohbaulos an die Firma Baumann aus Plauen. Der Bieterspiegel liegt Ihnen vor. Danke, Frau Köhler. Hat jemand dazu Fragen, Meinung? Es ist ja relativ selten, dass wir Vergabeentscheidungen im Stadtrat haben. Hängt an dem Umfang der Leistung, die erbracht werden sollen. Dann stelle ich zur Abstimmung die Bauleistungen zum Bauvorhaben Ersatzneubau Sprachhochschule Anne Frank.
Los 5 Rohbauarbeiten einschließlich Bodenplatte sind an die Firma Baumann Bauunternehmen GmbH Plauen in Höhe von 1.640.668,42 € brutto zu vergeben. Wer das so sieht, den bitte ich ums Handzeichen. Danke, Gegenstimmen? Keine Enthaltung, auch keine, damit einstimmig beschlossen. Tagesordnungspunkt 6.1, Instandsetzung Straßenbahngleise am Hauptbahnhof, Antrag der Fraktion SPD Grüne Tierschutzpartei. Herr Donner, bitte. Werte Oberbürgermeisterin, liebe Stadträte, eigentlich bin ich etwas verwundert, dass wir diesen Antrag überhaupt stellen müssen. Wir haben am 15.12.2016 hier an dem Stadtrat einen Beschluss gefasst. Das war ein Antrag von CDU, SPD, BFZ und Grüne. Der erste Satz dieses Beschlusses, die Führung der Straßenbahn vom Georgenplatz über die Bahnhofstraße zum Vorplatz des Hauptbahnhofes Zwickau ist zu erhalten. Fast alle Stadträte, die damals zugestimmt haben, sitzen auch heute noch hier. Es ist für mich absolut unverständlich, wie es denn überhaupt sein kann, dass die SVZ diesen Stadtratsbeschluss ignorieren konnte. Es ist im Prinzip schon fast Ignoranz oder Sabotage, was gemacht wurde, auf Verschleiß zu fahren, ohne explizit Instandhaltungen vorzunehmen. Wie wir vorhin gehört haben, gab es mehrere Bürger, die sich darüber beschwert haben. Auch wir sind nach wie vor der Auffassung, dass es wichtig ist, dass die Straßenbahn den Bahnhof anbindet. Es wäre ein Alleinstellungsmerkmal. Wir wären eine der einzigen Städte auf der Welt, die eine Straßenbahn besitzt, die nicht zum Bahnhof führt. Weil wo, wenn nicht da, macht öffentlicher Nahverkehr Sinn? Im nächsten Antrag, den wir nachher behandeln werden, möchten wir ein 365-Euro-Ticket einführen für den öffentlichen Nahverkehr. Sehr sinnvoll, aber natürlich müssten wir natürlich auch unsere Straßenbahn und unseren anderen öffentlichen Nahverkehr entsprechend ausbauen, dass sich das lohnt. Wir haben letztens beschlossen, dass wir den Bahnhofsvorplatz schick machen wollen für die Landesausstellung. Schön, dann haben wir halt Gleise da liegen, aber keine Straßenbahn wird kommen. Das wird sicherlich einige Besucher zu Fragen stellen. Und ich bin gespannt, wie wir das vernünftig beantworten wollen. Es wird noch mindestens 4 bis 5 Jahre dauern, bis das Großprojekt Bahnhof Vorplatz, Innenstadtagenda und eventuell auch die Spange kommen werden. Die Vorplanungen laufen, wir werden im Laufe dieses Jahres mit den Vorplanungen uns befassen können. 5 Jahre lang keine Straßenbahn zum Bahnhof? Ich glaube, das kann niemand hier wollen. Ich bitte daher um Zustimmung zu unserem Antrag. Danke. Herr Drechsel. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Stadtratsmitglieder und Anwesende. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass die Vorlage im Ausschuss nicht durchgegangen ist. Und das, was der Herr Donner jetzt vorgetragen hat, kann ich nur unterstützen. Es war doch so, nachdem die Stilllegung öffentlich wurde, feierten die einen und die anderen empörten sich. Zu dem Kreis derer, die sagten, das geht gar nicht, gehörten auch die Bürger von Zwickau. Und ich sage Ihnen das auch immer noch so. Bei allen Diskussionen, vor allen Dingen, die auch im Ausschuss geführt wurden, über Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit, ist es doch immer noch eine politische Entscheidung, denn ÖPNV war noch nie wirtschaftlich und wird es auch nie sein. Denn in der reinen Nutzen-Kosten-Rechnung, monetär gesehen, ist es immer ein Minus. Das wollte ich nur grundsätzlich einmal dazu sagen. Jetzt wird es etwas spezieller. Auf der Suche nach Lösungsmöglichkeiten wurde etwas nur am Rande, ich sag mal, in diesem und jedem bilateralen Gespräch angesprochen. Nämlich, wieso konnte es dazu kommen? Wer ist dafür verantwortlich, dass der Betrieb eingestellt werden musste? Jetzt wird es spannend. Die einfache Antwort, die einem da entgegenschlägt, der Stadtrat. Warum? Weil er sich nicht rechtzeitig entschieden hat
und es nun absehbar lange dauert, bis die beschlossene große Lösung umgesetzt ist. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Stadtratsmitglieder, wir sagen zu dieser Sichtweise Nein. Denn wir sind hier als Rat nicht in der Verantwortung. Sie werden auch gleich erkennen, warum. Und damit komme ich aber erst noch mal als erstes zur Rolle des Stadtrates. Der Stadtrat hat 2016 beschlossen, dass die Straßenbahn zum Bahnhof fährt. Herr Dörner hat es schon erwähnt. Im April 2019 hat der Stadtrat im Dienstleistungsvertrag die Linien 5 und 7 zum Bahnhof explizit beschlossen. Und 6 Monate später ist der Linienbetrieb in der Straßenbahn eingestellt. Und jetzt komme ich zu einer anderen Rolle. Dazu lese ich Ihnen aus dem Betriebsführungs- und Managementvertrag zwischen der SVZ und dem AVW, vertreten durch Herrn Uwe Rösler, den Paragraph 19, Leistung des Auftragnehmers, Absatz 1. Die Aufgaben des Auftragnehmers, also AVW Rösler, beziehen sich sowohl auf Bus- als auch auf Straßenbahnverkehrsleistungen der Auftraggeberin. Der Auftraggeber stellt zu jeder Zeit während der Laufzeit des Vertrages sicher, dass die dafür erforderlichen Betriebseinrichtungen ordnungsgemäß betrieben, gewartet, instand gehalten, bei Bedarf instand gesetzt oder ausgetauscht und im Falle abgängiger Anlagenteile ersetzt werden, sodass eine reibungslose Verkehrsversorgung gewährleistet ist, die Substanz ÖPNV-Infrastruktur zu erhalten. Ich leite mal davon ab, die Verkehrsleistung mit der Straßenbahn zum Bahnhof ist sicherzustellen. Mit laienhaftem Rechtsverständnis könnte man sagen, schwerwiegende Nichterfüllung von Vertragspflichten oder die Einstellung der Straßenbahnlinie zum Bahnhof ist vertragswidrig. Schienen werden doch nicht von heute auf morgen unnutzbar. Die durchschnittliche Nutzungsdauer nach der AFA-Tabelle des Bundesfinanzministeriums beträgt 25 Jahre. Ich schätze mal, die sind bestimmt schon, ja, vielleicht seit 10 Jahren überfällig. Wurde da was vernachlässigt? Fragezeichen. Und jetzt noch für diejenigen, die gern das vermeintliche Killerargument bedienen, das geht doch jetzt mit dem Bus auch ganz gut. Kurzer Praxischeck. Wir hatten bis zur Einstellung ein übergreifendes Angebot mit Bus und Bahn zum Hauptbahnhof. Mit diesem Angebot war es möglich, alle 5 Minuten eine Beförderungsmöglichkeit zum Bahnhof nutzen zu können. Jetzt alle 10 Minuten, also Angebot halbiert. Große Stadtteile Böblitz, Mariendal haben nun keine Direktverbindung mehr zum Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Damit ist jeder Straßenbahnfahrgast gezwungen, einmal umzusteigen. Und aus der Anfrage von Herrn Heinzisch heute, dass sich, wie wir es gehört hatten, im Ausschuss niemand beschwert hat, das hat sich ja nun jetzt etwas korrigiert, ist es trotzdem Schattenboxen mit dem Beschweren. Welchen Sinn hätte es denn? Gar keinen. Also für uns ist nun die Verwaltung in der Pflicht, entsprechend zu handeln. Übrigens, der Vertrag, Managementvertrag, ist im Sitzungskalender 2019, Stadtrat April, Punkt 3.5, Anlage 6 zu finden. Dazu nur mal am Rande bemerkt, der Betriebsführungs- und Managementvertrag ist mit 200.000 Euro per anno dotiert. Das sind 2 Millionen in 10 Jahren. Der Bonus aus dem Vertrag betrug in den letzten 10 Jahren 2,9 Millionen Euro. Geht bestimmt wieder nicht, was ich jetzt sage, aber wäre eigentlich für mich eine logische Finanzierungsmöglichkeit, aus der man sich mal bedienen sollte, oder? Wir meinen letzten Endes bedarf es eigentlich des Antrages der Einreicher nicht.
obwohl wir das Ziel zu 100% unterstützen. Fakt ist aber auch, wir können uns ja nicht inkontinent verhalten und es einfach laufen lassen. Deshalb schlagen wir Ihnen einen Änderungsantrag vor. Die Änderung bezieht sich auf Punkt 1. Die Oberbürgermeisterin in ihrer Funktion als Gesellschafter wird beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass zeitnah eine Reparatur der verschlissenen Straßenbahngleise am Hauptbahnhof erfolgt. Und es gibt eine Ergänzung um Punkt 3. Die Verantwortlichkeiten, die zur Stilllegung der Straßenbahnlinie 5 und 7 geführt haben, sind rechtssicher aufzuklären und dem Stadtrat in seiner Sitzung im Mai 2020 als Beratungsvorlage vorzulegen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bitte um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Danke. Gibt es Herr Dr. Schick, bitte. Ja, Herr Drechsel hat zwar die Kurve noch gekriegt, aber beide Vorredner haben ja so getan, als wäre der Bahnhof komplett abgehängt. Das ist nicht so, es fährt ja eine Buslinie. Ich sehe die Schuld schon beim Stadtrat. Ich bin ja nun, oder meine Meinung zu dem Thema ist ja bekannt, wie auch wie ich abgestimmt habe, aber es gibt nun mal einen Stadtratsbeschluss. Und der Stadtrat hat zwei Sachen beschlossen, nach langer Diskussion, das geht schon seit Jahren. Punkt 1, entgegen der Empfehlung der Betriebsführung des SVZ, die Linie überhaupt aufrechtzuerhalten, das war der erste Beschluss. Da wäre ja nicht problematisch, das ist ja das, worauf Sie hinaus wollen. Aber der Stadtrat hat beschlossen, den Bahnhofsvorplatz so umzugestalten, dass die Gleise eine ganz andere Lage bekommen zukünftig. Und zusätzlich noch erschwerend ergänzt, dass halt auch noch eine Anbindung an die Werderer Straße erfolgen soll, was das Projekt natürlich in eine Finanzlage bringt, die schwer zu stemmen ist. So, dass die Umsetzung so lange hängt, kann man schlecht dem Betreiber vorwerfen jetzt. Und mir ist bekannt, dass in allen Ausschusssitzungen dazu und auch in den Aufsichtsräten, und die Stadträte, die hier sitzen, sitzen ja auch in den Aufsichtsräten, von Seiten der SVZ und auch der Frau Klöckner rechtzeitig schon darauf hingewiesen wurden, dass eine Entscheidung her muss. Das geht seit Jahren, wo auch auf den Zustand der Gleise hingewiesen worden ist. Und aus meiner Sicht macht es betriebswirtschaftlich wenig Sinn, wenn ich als Betreiber schon weiß, dass der Auftraggeber meiner Stadtverwaltung eine andere Trasse wünscht und eine neue Lage der Gleise, dann noch erhebliches Geld auszugeben, die an der Stelle zu reparieren, wo ich sie demnächst wieder entferne. Das kann ich dem Bürger auch schlecht verklären. Dass wir jetzt so einen Notbeschluss brauchen, um für die Ausstellung dort mal ein paar Plakate aufzuhängen, ist traurig. Viel schlimmer oder viel wichtiger wäre es doch mal, die Kette aufzustellen, wann denn nun der beschlossene oder die beschlossene Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes umgesetzt wird oder zumindestens, wenn die Planung so weit gediehen ist, dass man den endgültigen Verlauf der Gleise kennt. Die könnten ja vielleicht sogar, bevor Überflieger, Bahnquerung und alles geklärt ist, könnten die Gleise dann ja schon an der Stelle verlegt werden, wo sie auch zukünftig bleiben, sodass kein Geld umsonst ausgegeben wird. Aus meiner Sicht ist die zwischenzeitliche Stilllegung und Transport mit dem Bus durchaus vertretbar und sinnvoller, als jetzt nur Geld auszugeben, was in 2-3 Jahren ad absurdum geführt wird, weil die Gleise definitiv dort nicht bleiben. Herr Dörner. Also Herr Schick, wenn ich mich an Ihre Anfrage erinnere, haben Sie vorhin gesagt, 30 Mbit sind schlecht, 1000 Mbit sind super. Beim Bus und der Bahn ist das dasselbe. Bahn ist super, Bus nicht. Der einzige Unterschied ist, Bus und Bahn nutzen Sie wahrscheinlich nicht, das Internet wahrscheinlich schon. Und Sie sollten also nicht auch wissen, dass Aufsichtsräte eigentlich nicht in den Fraktionen über diesen Aufsichtsrat berichten sollten, weil das der Geheimhaltung unterliegt. Und das sollten Sie mit Ihrer Erfahrung auch wissen. Genau, das darf man nämlich nicht sagen. So, und Ihre Argumentation ist jetzt schlicht und ergreifend die etwas vom hohen Ross. Ein Bus ist doch gut genug. Warum sollen wir denn jetzt noch Geld für die Straßenbahn ausgeben? Mit dieser Argumentation könnten wir die komplette Straßenbahn in Zwickau einstellen. Wollen Sie so etwas? Herr Itzig. Also, wir stochern im Nebel. Wir haben einen Antrag vorliegen, der durch einen Ersatzantrag gestellt wurde. Der erste Antrag hat keinerlei Aussage zu Kosten. Zum Glück gibt es einen neuen, weil was ist denn theoretisch, wenn eine Notreparatur, so wie beantragt von beiden, weil kontaminiertes Material wie in Zwickau reichlich vorhanden in allen Straßen dort festgestellt wird und es kostet zum Schluss nicht 250, 500, sondern eine Million.
An Stochern im Nebel werden wir uns nicht beteiligen. Es liegt kein Gutachten vor, die Kosten sind nicht greifbar. Deswegen ist es aus dem Grund abzulehnen und aus weiteren. Das Unternehmen, sprich die SVZ, in deren Aufsichtsrat ich auch Mitglied bin, hat einen Beförderungsauftrag für die Stadt Zwickau. Und dem Beförderungsauftrag kommt das Unternehmen nach. Entgegen der Empfehlung der Betriebsführung, Dr. Schick hat es vor uns gerade erwähnt, das ist schon das Absurde an sich, wenn eine Betriebsführung, die zu 100% aus Mitteln auch der öffentlichen Hand mitgespeist wird, empfiehlt, was nicht zu tun, dass es dann politisch anders entschieden wird, weil wir uns das so denken, ich möchte nur noch mal ins Leben rufen und das Gedächtnis etwas auffrischen, warum das Unternehmen es damals nicht empfohlen hat, diesen Strang auch weiter mit der Straßenbahn zu bedienen. Er wird schlicht und ergreifend nicht genutzt. Zu wenig Fahrgäste. Das war der Grund, weshalb das Unternehmen empfohlen hatte, es nicht mehr zu tun. Aus dem Grund und dem vorgenannten hätte ich dann bloß noch ein paar Antworten. Es wird so nebulös gesprochen, heute auch schon mal vorhin. Es gab auf die Anfrage des Herrn Heinzig heute Anrufe, E-Mails, Briefe, mehrere Bürger, Nutzer. Nur eine Zahl sagt keiner dazu. Waren es 2, waren es 5 oder waren es gar 15? In Verantwortung für über 90.000 Einwohner dieser Stadt ist beiderseitig die Vorlagen, so wie sie jetzt niedergeschrieben sind, abzulehnen. Herr Reiche. Frau Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, mir steht eigentlich gar nicht im Wahlkampf. Ich weiß nicht, warum zwei Fraktionen ein Horrorszenarium an die Wand malen, dass die Stadt Zwickau zusammenbricht, weil momentan keine Straßenbahn zum Bahnhof fährt. Es hat niemand davon gesprochen, dass die Straßenbahn nie wieder zum Bahnhof fahren soll. Es geht einfach darum, dass momentan die Verschlüsse und Gleise nicht ausgewechselt werden sollen. So ist es auch im Bauausschuss beschlossen worden. Und dass im Bauausschuss gesagt worden wäre, wir wollen keine Straßenbahn zum Hauptbahnhof, das sind einfach gelogen. Das stimmt überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass 400.000 Euro ausgegeben werden sollen, momentan für einen Gleisbereich, obwohl wir schon Planungsaufträge vergeben haben, zur endlichen Sanierung des Hauptbahnhofvorplatzes. Darum geht es ja, dass insgesamt eine Lösung gefunden wird, um dort Ordnung reinzubringen und damit auch das Gleisbett, wie es mal verlegt wird, wissen wir heute noch nicht, dafür sind ja die Planer da, das uns vorzuschlagen. Aber hier hinzutreten und so zu tun, als wenn jetzt die ganze Welt zusammenbricht, weil die Geschäftsführung der Verkehrsbetriebe die Festlegung getroffen hat, dass nicht mehr alle 5 Minuten ein Bus fährt, sondern alle 10 Minuten. Vielleicht, ich sage vielleicht, wenn da die Reichsbahn, so habe ich ja in der Zeitung gelesen, dass da auch eine Änderung eventuell eintreten soll, dann nicht mehr in Zwickau alle 2 Stunden ein Zug ankommt, vielleicht mal dann in 1,5 Stunden. Und man sollte doch einfach nicht die Bürger so verrückt zu machen, solche Dinge hier in den Rat zu stellen, als wenn wir nichts anderes zu tun haben, als ein Szenario hinzustellen, als wenn die Stadträte verhindern wollen, dass zukünftig eine Straßenbahn zum Hauptbahnhof fährt. Frau Arndt. Da könnte ich genauso antworten. Man muss jetzt aber auch nicht so tun und ein Szenario aufbauen, als ob jetzt eine Straßenbahn zum Bahnhof der Untergang des Abendlandes wäre. Die erste Frage, die der Herr Drechsel ja hier auch aufgeworfen hat, wäre ja trotzdem mal zu prüfen, inwiefern der Auftragnehmer hier vielleicht auch seiner Pflicht in dem Falle eventuell nicht nachgekommen ist. Wenn er vertraglich verpflichtet ist, dafür zu sorgen, dass der Betrieb sichergestellt wird, dann scheint es wohl doch erstmal an der Stelle der Vertrag nicht erfüllt worden zu sein. Und da möchte ich auch den Vergleich bedienen mit der Digitalisierung. Das ist dann quasi mit den 50 Gramm Leberwurst. Ne?
Und ich glaube schon, dass jemand, der auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, auch Anspruch darauf hat, alle 5 Minuten zu einem Hauptbahnhof fahren zu dürfen. Das kann jetzt auch nicht zu viel verlangt sein. Wenn Sie mal 10 Minuten an der Haltestelle gestanden haben, dann wissen Sie, wie lange das ist. Und wahrscheinlich, ja, da mögen Sie lachen, aber ich glaube, dass viele hier eher Auto fahren und wahrscheinlich nicht wissen, wie das ist, wenn man täglich Straßenbahn fährt. Möglicherweise einen Anschluss braucht. Ne? Da muss man sich nicht lustig machen. Und das andere ist, warum vielleicht an der Stelle einige hier sehr sensibel darauf reagieren, weil das Gefühl beschleicht, dass hier still Fakten geschaffen werden sollen, mit denen man sich eben nicht zufriedenstellen will. Und es ist ja auch bekannt, dass es durchaus Vertreter im Stadtrat gibt, die grundsätzlich überhaupt Straßenbahnen in Frage stellen. Und insofern ist halt dieser neuralgische Punkt schon etwas, wo man dann auch mal etwas mehr diskutieren darf. Herr Drechsel. Ja, ich möchte natürlich jetzt mal darauf antworten. Einmal zum Herrn Schick. Einiges ist ja jetzt schon gesagt worden, aber wo nehmen Sie denn die Erkenntnis her, dass das nur noch 2 bis 3 Jahre dauert, bis dort die erste Straßenbahn wieder fährt? Gut, Optimismus wirft man mir auch immer vor. Also ich sage mal, wer solche Zahlen jetzt benutzt, um da jetzt die Stimmung zu machen, das passt nicht. Herr Izek, also Wismutmaterial. In Zwickau, das ist nichts Neues. Und wenn Sie sagen, wenn wir jetzt das machen, dann kostet vielleicht nicht 400.000 Euro, sondern 600.000 Euro. Die 200.000 Euro kostet jetzt mehr und das nächste Mal auch. Also das ist von daher für mich kein Argument. Und zu dem Beförderungsauftrag, den Sie angesprochen haben, ich hatte es ja auch schon in meiner Rede gesagt, das betrifft nicht nur den Bus, das betrifft Bus und Bahn. Und dass die Bahn zu wenig genutzt wird, wir kennen das doch mit den Angeboten. Erst werden die Angebote etwas reduziert, dann werden es weniger Leute und zuletzt brauchen wir es nicht mehr. Und das Nächste, da bin ich gleich beim Herrn Reichel. Herr Reichel, Sie haben es sehr schön gesagt, es hat doch niemand davon gesprochen, dass jemals die Straßenbahn nicht mehr zum Bahnhof fahren soll. Wissen Sie doch ganz genau. Und ob davon gesprochen wird, das ist sogar so, dass gesagt wird, so, das Ding ist jetzt weg, die fährt nie wieder dorthin. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, das können wir doch nicht bringen. Das geht doch nicht. Und die Stimmungen, die werden gemacht. So, und jetzt können wir den Leuten, und zu denen gehören wir auch, die sagen, die Straßenbahn gehört zu Zwickau, die ist 125 Jahre alt, also es hat auch was mit Tradition zu tun. Und eine Bahn, wie der Adorner sagt schon, eine Stadt, wo die Straßenbahn nicht zum Bahnhof fährt. Also mag ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wir die Schlagzeile auch noch kriegen. Also ich sage deshalb, der Antrag sollte beschlossen werden, bei allen hin und her, bei allen Pro und Contra. Und wenn wir über Wirtschaftlichkeit reden, ich habe es ja schon gesagt, über Wirtschaftlichkeit brauchen wir in dem Fall nicht zu reden, weil es ist eine politische Entscheidung. Auch wenn diese politische Entscheidung jetzt 400.000 Euro kostet, wo wir ja alle wissen, dass bekannt worden ist, die wären auch da. So, und ich sehe eben die große Gefahr, dass wenn das jetzt nicht geschieht, eben die Bahn dann wirklich nicht mehr zum Bahnhof fährt. Danke. Frau Arndt. Ich will bloß noch ergänzen, dass wir hier auch was Infrastruktur und Verkehr, glaube ich, insgesamt, also nicht nur in Zwickau, sondern man kann schon sagen global, in einer Phase sind, wo sich unheimlich viel verändert. Und Straßenbahn doch dort möglicherweise auch etwas ist, was in die Zukunft gehört, weil möglicherweise der Individualverkehr ja auch abnehmen sollte. Und insofern ist eine Entscheidung über eine Straßenbahn zum Bahnhof eben nicht so lapidar zu sehen, dass das etwas ist, was man heute macht und eben morgen nicht mehr. Wir sehen ja, wie kompliziert das ist, da eine Planung hinzubekommen, wenn es um eine Sanierung geht oder einen Umbau, geschweige denn um eine Wiederaufnahme oder wie auch immer.
Bloß mal zwischendurch, der Änderungsantrag von BFZ müsste noch unterschrieben werden. Herr Heinzisch. Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Mitglieder des Rates, ganz kurz und noch ganz unaufgeregt. Der Betrieb einer Straßenbahn ist immer eine politische Entscheidung, weil wahrscheinlich der Bus immer irgendwie betriebswirtschaftlich günstiger ist. Das müssen wir hier uns nicht gegenseitig erzählen. Ich bin aber froh, dass hier nicht immer Entscheidungen nach Betriebswirtschaftlichkeit getroffen werden in diesem Haus. Unsere Stadt sähe sehr traurig aus, wenn das so wäre. Und genau deshalb, politische Entscheidungen zu treffen, sitzen wir hier. Sonst könnten hier ja 5 Experten sitzen und die würden das dann regeln für die Bürger dieser Stadt. Dann brauchten die keine Stadträte mehr wählen. Es ist eine politische Entscheidung und das kann man so oder so sehen. Das ist weder ein Horrorszenario, noch geht die Welt unter, wenn das nicht mehr fährt. Wir sehen das so, dass es richtig wäre, dass diese Bahn wieder zum Bahnhof fährt, weil wir nicht glauben, dass sie mittelfristig so schnell wieder fährt. Ich teile da den Optimismus von Herrn Dr. Schick, der sonst ja in solchen Fragen nicht so optimistisch ist und leider oft Recht behalten hat in den vergangenen 20 Jahren. Den teile ich nicht. Und das andere, das sind nur Vermutungen, aber es macht schon stutzig, wie hier durch die Verkehrsbetriebe diese Linie beerdigt wurde. Erst wurde sie ausgedünnt, dann fuhr sie am Wochenende nicht mehr, dann gab es keine Fahrgäste mehr, dann wurden die Gleise, ließ man kaputt gehen und am Ende wird es eingestellt. Vielleicht ist das auch alles nicht so, aber der Eindruck, der ist schön. Und es hängt nun an uns, ob wir das so durchgehen lassen, so zur Kenntnis nehmen und am Ende die Straßenbahn zum Bahnhof beerdigen. Oder ob wir sagen, nein, wir wollen das nicht und das hier politisch anders entscheiden, als es irgendein Betriebsführer macht. Danke. So, jetzt haben sich die Vertreter des Jugendbeirates gemeldet, die ja nach hier beschlossener Geschäftsordnung auch Rederecht haben. Wer möchte sprechen? Beide dann bitte. Es ist besser, weil Sie kein Mikro hinten haben. Sehr geehrte Stadträte, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, wir als Jugendbeirat, wie wir schon gerade angekündigt wurden, haben dazu auch noch ein, zwei Sachen zu sagen. Und zwar sehen wir natürlich auch, dass 400.000 Euro viel Geld sind. Aber für uns ist es doch noch wichtig, dass wir uns für die Jugend auch einsetzen, die da wohnt, gerade in der Bahnhofsvorstadt, wo auch viele Studenten wohnen. Und gerade für die ist es natürlich wichtig, dass sie vielleicht mit der Bahn eine bessere Verbindung auch zum Scheffelberg hoch haben, zur Uni und so weiter. Und dass man halt auch da gerade noch mal eine bessere Verbindung hat. Deswegen wollen wir das auf alle Fälle ansprechen. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch anzusprechen, dass unsere Generation jetzt nicht unbedingt so mobil ist wie viele ältere Menschen. Ich sehe das jeden Tag. Ich habe keinen Moped-Führerschein, Motorrad-Führerschein. Ich kann noch kein Auto fahren. Ich fahre jeden Tag Bus zur Schule, Bus zurück. Ich bin auf die Straßenbahn angewiesen, um zu Terminen zu kommen. In meinem Freundeskreis, alle sind darauf angewiesen. Gerade die bei Volkswagen eine Ausbildung machen, im VWBI arbeiten. Die müssen mit der Bahn zum Bahnhof, um wieder zurück nach Zwickau irgendwie zu kommen. Und klar, 10 Minuten auf den Bus warten, das ist jetzt nicht so dramatisch. Aber es wäre halt schon schön, seinen Tag irgendwie regeln zu können und dann doch mal schneller in eine Bahn einzusteigen. Und gerade zum Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof ist zentral. Viele Touristen, Besucher, Familienmitglieder kommen dort an. Und auch spätabends. Und die würden natürlich auch gerne in Hotel zu ihren Familien kommen und das auf dem schnellsten Weg. Und so eine Bahn zum Bahnhof ist nicht verkehrt. Irgendwie sieht das für mich dann so ein bisschen abgeschottet aus, auch wenn dort Busse hinfahren. Aber eine Bahn ist halt doch was regelmäßiger fährt, öfters fährt als ein Bus. Gerade als Jugendbeirat wollen wir die ganze Sache jetzt nicht unbedingt politisch angehen, sondern vielmehr emotional, dass es halt auch uns darum geht, dass es halt wichtig ist, wie gerade auch viele Vorredner schon sagten, dass es einfach auch ein Zeichen von der Stadt ist, ob halt eine Tram auch bis zum Bahnhof fährt oder nicht. Also schauen Sie nach Leipzig oder nach Dresden oder so. Man geht aus dem Bahnhof raus und steigt direkt in die Straßenbahn ein. Das ist normal. Dementsprechend finden wir, dass das auch normal sein sollte in Zwickau. In diesem Sinne danken wir für Ihre
Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank. Herr Dr. Schick. Ja, es sei der Jugend gegönnt, dass sie das noch erleben, dass der Bahnhofsvorplatz so umgestaltet wird, wie er beschlossen worden ist vom Stadtrat. Und mein Optimismus, da kommt daher, dass ich eben annehme, dass Beschlüsse auch nicht umsonst gefasst worden sind, vor allen Dingen solche, die so schwer herbeidiskutiert worden sind. Herr Drechsel, zwei Gründe, warum der Verdacht, den Sie äußern, dass jemand schleichend die Straßenbahn weglassen will, kann ich zwei Gründe dagegen nennen. Der Punkt 1. Sie werden es, und das ist jetzt kein Geheimnis aus dem Aufsichtsrat, weil es in der Zeitung stand, dass der ÖPNV und die Stadtwerke Holding enorme Mittel in die Überholung der Straßenbahn stecken, dass die GU überholt werden und mit der Maßgabe, dass sie dann 15 bis 20 Jahre noch weiterfahren. Also so lange wird es auf jeden Fall die Straßenbahn geben und die Vorbereitung für den Ersatz und die Anschaffung von neuer Straßenbahn werden uns in den nächsten Haushalten der Stadt Zwickau beschäftigen. Also es denkt niemand dran, die wegzuschaffen. Und vielleicht wird aktuell sogar die Fahrgastzahl erhöht, denn ich habe jetzt mal aus der Zeitung vernommen, was wir denn in Sachen E-Mobilität treiben. Unseren Antrag zum Parkhaus ist bisher leider keiner gefolgt. Wenn ich den Artikel gelesen habe, ist nicht viel Begeisterung aus Sicht der Stadt bei der Umsetzung. Da wird noch ein Betreiber gesucht, obwohl wir selber kräftige Betreiber oder Investoren in der Stadt hätten, die das umsetzen können. Wir wissen, dass VW produzieren wird. Es werden E-Autos in Größenordnung auf unsere Straßen kommen. Und wenn man mal zählt, die Ladesäulen, die wir haben und wie viele Autos dann im Stadtzentrum sind, wird mancher froh sein, wenn die Straßenbahn noch da ist, damit er dann auch nach Hause kommt. Herr Itzek. Frau Drechsel. Ja, Herr Dr. Schick, man kann auch gekonnt weghören. Also ich muss den beiden danken, dass ihr hier vorgegangen seid und vertretend auch eigentlich für unseren Antrag gesprochen habt. Ich finde es wichtig, dass wir die Jugend anhören und es ist nicht ohne Grund dazu gekommen, dass sie sich damit beschäftigt haben. Es ist einfach so, ich bin selber Studentin, ich nutze die Bahn und solche Themen darf man einfach nicht außer Acht lassen. Und wenn man dann drüber lacht, mögen die, die eben ihr Auto so gerne benutzen, das vielleicht einfach mal testen, wie sich das anfühlt. Ne? Aber unabhängig davon, ich hoffe jetzt einfach, dass das die Worte von den beiden irgendwo bei den meisten, die sich jetzt vielleicht dagegen hätten entschieden, umstimmen, um das einfach zu prüfen, dass auch die Straßenbahn bei Zeiten wieder fahren kann und nicht erst in 5 bis x Jahren. Danke. Geschäftsordnungsantrag, Herr Heinzig. Wir hätten gern namentliche Abstimmung, bitte. Weitere Wortmeldungen? Bitte. Ja, also ich freue mich auch, dass die Jugend hier vorgekommen ist. Ich sehe das aber noch ein bisschen anders. Und zwar, wenn ich an meine Jugend denke, ist schon ein Stückchen her, aber wo ich studiert habe, ist die Bahn nicht bis zum Bahnhof gefahren und ich musste laufen. Und das hat auch funktioniert. Das war auch nicht unbedingt von jetzt auf dann. Und wir haben auch länger wie 5 Minuten mal gewartet. Also man kann auch, wenn man heute umweltbewusst ist, einfach mal per Pedes unterwegs sein. Und soweit ich weiß, ist diese Bahn, diese Haltestelle am Georgenplatz. Und das ist jetzt von der Bahnhofstraße aus nicht unbedingt sehr weit. Also vielleicht kann man auch diesen Aspekt noch mit einbeziehen. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann beende ich die Diskussion und gebe bekannt, wie ich abstimmen werde. Es wird also der als erstes abgestimmt, den Änderungsantrag von BFZ. Ich werde dem Antrag zustimmen und möchte das auch begründen. Selbstverständlich war ich als Oberbürgermeisterin und auch Ihr Bürgermeister über die SVZ informiert, wie der Zustand der Gleise ist und welche Gefahr hier existiert, dass der Bahnverkehr eingestellt werden muss. Wir haben auch, wer sich erinnert, im letzten Jahr die Pressekonferenz gemacht, an der ich auch teilgenommen habe, wo es dem Sachstand ging und wo wir mitgeteilt haben, dass der Straßenbahnverkehr zum Bahnhof aufgrund der verschlissenen Gleise eingestellt werden muss. Ich habe damals wirklich Wert darauf gelegt, dass wir diese Pressekonferenz machen, auch in dieser Besetzung, um zu dokumentieren, dass die Stadt Zwickau und Straßenbahn zusammengehören. Und die Bestrebungen, und ich glaube, Herr Itzek, da halten Sie ja auch nicht hinterm Berg zu sagen, was brauchen wir eine Straßenbahn? Gibt es da nicht andere Möglichkeiten? Die Bestrebungen, also in Zukunft die Wirtschaftlichkeit der Straßenbahn generell in Frage zu stellen, dann können wir nicht alles mit Bussen machen und dann gibt es ja auch die Elektrobusse und
vielleicht sogar die selbstfahrenden Busse. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, was in der Zukunft passieren kann. Aber wir alle sind nicht so, wissen nicht, wie es dann in der Wirklichkeit auch sein wird. Aber was wir wissen, dass wir in Zwickau schon 125 Jahre Straßenbahn haben. Und die Straßenbahn ist das umweltfreundlichste Verkehrsmittel. Und zukünftig wird die Straßenbahn, macht sie ja auch schon, noch mehr mit grünen Strom fahren, also mit Ökostrom. Und es ist wichtig, dass wir das Netz erhalten, dass wir es erweitern, also erweitern im Sinne des Stadtratsbeschlusses mit den zwei Linien, was wirtschaftlich dann auch sinnvoll ist, wo sich Wirtschaftlichkeit und Nutzung dann auch kreuzen. Aber leider dauert es eben länger, als wir gedacht haben, Herr Dr. Schicken, da gebe ich Ihnen recht. Wenn wir hier schon weiter wären mit den Planungen, dann bräuchte man hier nicht zu diskutieren. Dann wäre es vielleicht auch so, dass man sanierte Gleise jetzt dann einbinden könnte in eine neue Linienführung, die dann geplant ist über die Kopernikusstraße. Aber leider, wir haben schon verschiedene Varianten vorgestellt bekommen, aber leider sind wir noch nicht so weit. Und weil das noch nicht so ist und weil ich wirklich die Gefahr sehe, dass irgendwann mal dann der Stadtrat sagt, na, dann lassen wir doch das Thema Straßenbahn zum Bahnhof ad acta legen, es funktioniert doch auch so ganz gut. Deswegen werde ich dem Antrag zustimmen, auch wenn ich nicht jetzt von mir, also ich mich nicht hier hinstellen will und sage, ich wusste von nichts. Ich hatte die Diskussion beendet, Frau Brückner. Ich hatte gesagt, ich gebe zum Schluss noch eine Erklärung ab und deshalb lasse ich jetzt abstimmen. Antrag zur Geschäftsordnung? Ja, ich bitte um eine Auszeit. Wie lange? 10 Minuten. Da können wir das gleich verbinden mit einer Pause. Da wir ja heute länger in Diskussion sind, würde ich sagen, wir treffen uns 18 Uhr wieder. Danke.